Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen, romantischen, super cremig geilen Abend. Ich hoffe, ihr hattet auch genau diesen und ja, ich habe was Spezielles für euch heute und zwar das Kale and Morgana Rework. Ja, ihr seht jetzt schon die Bilder hier im Hintergrund, so zumindest halb hier ein bisschen Kale und hier haben wir ein bisschen Morgana. Ja, für mich persönlich sehr überraschend das Ganze. Ja, das heißt, man hat schon gewusst, hey, da kommt irgendwann ein Rework auf uns zu, wobei man definitiv sagen muss, Morgana ist in einem definitiv besseren Spot als Kale. Ja, Kale ist schwer viable, manchmal broken, aber insgesamt schwierig, während Morgana gerade auf der Bot-Position sehr gut funktioniert und auch in der Mitte eigentlich gar nicht so bad ist, meiner Meinung nach sehr unterschätzt. Ja, und dann hat man auch hier und da ein paar Videos die letzten Tage gesehen und zack, ist es da. Ne? Deswegen, ja, wir haben dieses Rework, ich möchte es euch vorstellen und ich muss sagen, ja, fangen wir mit dem Morgana Rework an und es ist tatsächlich ein Update. Es ist gar kein Rework, es ist ein Update. Hier sehen wir schon das Bild so ein bisschen, beziehungsweise die Bilder ihres Spells. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ohne Gewehr, es gibt nur ein Update. Das heißt, hier steht zum Beispiel, Morgana ist, wie ich es gerade gesagt habe, in einem sehr guten Spot in der Mitte als auch auf der Bot-Position. Funktioniert ziemlich gut, muss eigentlich gar nicht gereworkt werden. Das bedeutet, alle ihre Spells werden optisch verändert. Ja, das heißt, das Black Shield sieht ein bisschen anders aus, das Q sieht crazy aus, auch wie sie es wirft, sieht crazy aus, hier ist das W. Und das hier wird die Ultimate sein, ich zeige sie euch, wo sie einfach die Ketten auf die anderen Ziele schießt, was cool aussieht. Das heißt, ihre Spells werden nur andere Animationen bekommen, bis auf ihre Ultimate. Diese soll nämlich, Achtung, so steht es auch hier, Morgana's Abilities remain the same, bleiben so wie sind. Ich denke mal, Englisch können alle, aber ne. Save for her Ultimate, which now grants movement speeds towards enemies to ensure they can't escape their share of torment. Das heißt, solange sie auf Gegner zuläuft, also alle Spells bleiben gleich bis auf ihre Ultimate, sie bekommt mehr Movement Speed, wenn sie ihre Ziele verfolgt und denen hinterherrennt. Na, das ist ziemlich cool. Finde ich definitiv not bad. Könnte natürlich balancing-technisch Folgen haben. Das heißt, Morgana ist aktuell nicht so bad. Also sie ist auch nicht ultra stark, aber sie ist auch nicht so bad. Das heißt, wenn ihr jetzt einfach Movement Speed gibt, könnte es bedeuten, hey, da muss Damage runter, da muss mehr Cooldown irgendwo drauf oder weniger HP, weniger Armor, weniger Magie-Sensor oder sowas. Ja. Ansonsten steht hier noch, dass es möglich ist, beziehungsweise sie kann ihre Flügel wohl ein- und ausfahren lassen. Ja, so wie bei Vi ihre Brille aufsetzen und nicht, kann sie ihre Flügel vermutlich so wie hier, so nach unten, vermutlich aber auch so nach außen, so nach oben, so. Naja, das ist wahrscheinlich einfach nur ein Mimik, so ein optisches Ding. Morgana has now her wings, bound her wings by choice. Oder heißt das so viel wie, sie hat ihre Flügel selber zusammengebunden, um... Ach so ist das. Ne, okay, ich nehme alles zurück. Morgana has bound her wings by choice, reflecting her connection to humanity and our shared suffering. Also, sie hat ihre Flügel, wie man hier sieht, zusammengebunden, um zu zeigen, dass sie wie ein Mensch ist und nicht so übernatürlich und ihre Leiden zu zeigen, um sich mit der Menschheit zu verbinden. Ich dachte, die wäre böse. Ist sie das gar nicht? Okay, ne? Also nichts mit ausklappen, sie hat ihre Flügel zusammengebunden. So, jetzt kommen wir aber zu einem wirklichen Rework, nicht, dass das hier Clickbait wird. Kale, meine Freunde. Und Kale sieht super geil aus. Kale sieht, Achtung, super geil aus. Das heißt, ihre Passive ist was Neues. Gibt es so in dieser Art und Weise nicht direkt. Könnte man am ehesten mit Kha'Zix vergleichen, aber auch nicht so richtig. Das bedeutet, Kale hat 4 Stufen des Aufstiegs, des großartigen, göttlichen Aufstiegs. Und zwar, es ist Stufe 1, ab Stufe 1. Kales Auto-Attacks geben ihr zusätzliches Attack-Speed und jeder, also stopp, Kales Auto-Attacks bauen Stacks auf und jeder Stack gibt zusätzliches Attack-Speed. Wenn sie maximale Stacks hat, bekommt sie Exalted und bekommt zusätzliches Movement-Speed, wenn sie auf den Gegner zuläuft. Also Stufe 1, Attack-Speed pro Stack, Maximum-Stack, mehr Movement-Speed auf den Gegner zulaufen. Das ist alles. Sie ist ein Nahkämpfer, sie ist ein purer Nahkämpfer, muss ich an dieser Stelle sagen. Nummer 2, also Stufe Level 6. Stufe 2 ab Level 6, ja. Stufe Göttlichkeit, Stufe 2 ab Stufe 6. Sie bekommt, wenn Kale Exalted ist, also ist es ein bisschen vergleichbar mit Irelia, wenn sie ihre Stacks komplett aufgebaut hat, dann ist sie Exalted, machen ihre Auto-Attacks Flaming Wave Stealing Bonus Magical Damage. Das hier, genau das, was hier passiert. Bam. Bam. Das ist Stufe 6. Bam. 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 Wave Clear. Man kann sagen, Wave Clear. Achtung, jetzt wird's langsam interessant. Stufe 11, Arisen. Na, gerade war's Aflame, jetzt sind wir bei Arisen. Arisen. Kale evolves into a fully ranged Champion. Sie ist ein kompletter Fernkämpfer. Sie ist hier auf dem Bild schon Level 16, deswegen sage ich direkt, ja, also ab Level 11, sie ist ein kompletter Fernkämpfer. Und ab Level 16, Transcendent. Transcendent heißt, glaube ich, sowas wie
Übernatürlich? Kann das sein? Weiß ich nicht. Kale takes on a final form, becoming permanently exalted. Her flaming waves deal true damage. Alter, ich bin, der Abend ist zu spät, I'm sorry. Her flaming waves deal true damage. So, das bedeutet, wenn sie Stufe 16 ist, ihr werdet es gleich sehen. Oder ihr seht es einfach. Das sieht schon ziemlich nach Wreckage aus. Das bedeutet, ab Stufe 16 hat sie folgendes. Sie hat Ranged permanent. Sie ist permanent in dieser Final Form, als wenn Irelia permanent alle Stacks hätte. Ja, sie hat immer alle Stacks aufgebaut. Das heißt, sie hat giga viel Attack Speed, ist immer ranged, kriegt mehr Muffenspeed, wenn sie auf Gegner zuläuft und macht Magic Damage mit ihrer Wave und zusätzlich sogar True Damage. Nee, stopp, nicht zusätzlich, sondern ihre Magic Waves machen True Damage. Also wenn ich das sehe, das sieht halt nach kompletten Wreckage aus. Hier, noch, komm, da. Pang, pang. Also, das ist Kay. So kennen wir Kay auch. Ein bisschen optisch anders, aber so kennen wir Kay. Q. Q ist gleich geblieben. Ziemlich. Das bedeutet, Q macht einen Blast auf den Gegner. Es zaubert ein Portal, wie bei Malzahn. Und aus diesem Portal kommt ein Spell. Bam. Dieser macht Damage. Trifft auch, beziehungsweise explodiert bei nahen Zielen. Deswegen hat sie das auch drumherum. Und zieht, so wie man hier sehen kann, Magiersense und Armor ab. Ja. Und slowed. Das heißt, das alte Q konnte slowen. Dieses Q slowed ebenfalls. Und, ich weiß nicht, konnte das alte Q das auch? Ich weiß, dass ihre Passive damals Armor und Magiersense runtergenommen hat. Ich weiß nicht, ob die Q das auch gekonnt hat. Da bin ich mir sicher. Ne, ich glaube die Q nicht. Ich glaube, die hat nur geslowed. Das heißt, die Passive, die sie vorher hatte mit dem Armor Shred und Magic Shred, ist jetzt hier drauf. Ja, sie reduziert Armor und Magiersense, macht Schaden und slowed. Noch einmal. Ist ein ziemlich guter Slow. Sieht nach 50% oder sowas aus. Dann kommen wir zu ihrer W. Ihre W ist gleich geblieben. Sie heilt, allerdings heilt sie auch einen Verbündeten. Ist wie bei Nuno. Hat Nuno das überhaupt noch? Das hat er gar nicht mehr. Ja, also der hat das alte Nuno-W. Kennt ihr das noch? Dass man dem Verbündeten das Blattlast gibt, aber sich selbst auch. Ja, sie heilt ihn, macht sich schneller und sich selber auch. Man sieht auch ziemlich viel Move and Speed, wenn man ehrlich ist. Na, sieht ganz fresh aus. Gleich geblieben also. Wir kommen zu ihrer E. Die ist anders. Ein bisschen. Sie hat eine Active auf der E und eine Passive. Die Passive ist Kale's Basic Attack Steal Bonus Damage, which scales with Booth. Booth? Heißt das Booth oder Both? Both. With her Ability Power and Attack Damage. Das heißt, sie macht mit ihren Auto-Attacks Schaden, der mit Auto-Attack Damage und AP scaled. Also wie vorher. Ihre E war ja auch so, hey, na, wenn du mit der E schlägst, machst du ja Physical Damage, weil es immer noch ein Auto-Attack ist, aber es macht auch Burning Damage, weil es AP drauf ist. Das war ja ihre E. Ja, das heißt, es scaled mit beiden. Ihr könnt also Kale auf AP oder auf AD spielen. Aber sie kann das dann Ganze nochmal aktivieren. Und zwar passiert dann nämlich folgendes. Achtung, das ist ganz anders als vorher. Dass sie nämlich dann einen Ranged, der nächste Ranged Auto-Attack, den sie macht. Ne, stopp. Der nächste Auto-Attack ist Ranged und macht Schaden abhängig vom Target Missing Health. Das heißt, wenn dem Gegner ziemlich viel HP fehlt, macht das mehr Damage. Das Ganze ist Bonus Magic Damage. Na, wir gucken uns das an. Auto-Attack, jetzt ist er verbessert quasi. Und jetzt wirft sie das Ding und es macht Schaden. Ja, dafür, dass er... Ist es Level 1? Wenn er weniger AP gehabt hätte, würde es mehr Damage machen. Das Ganze ist, sobald sie Aflame ist, also auf Stufe 6, ja, sobald ihre Passive Aflame, Stufe 2, also ab Level 6, ne, ist, dann macht das Ding auch Damage an AOE. Also AOE-Damage an anderen Verbündeten. Ja, ich bin sorry, das ist meine Sprache. Ich hab schon lange gestreamt heute. So, zack, seht ihr? Damage, ne? Ist was anderes. Und jetzt werdet ihr euch fragen, ja, aber, ist Kale denn dann gar nicht mehr ranged? Abgesehen von der Passive. Nee. Ihr seid im Early Game ein Nahkämpfer. Ihr seid bis Level 11 ein hundertprozentiger Nahkämpfer. Ja? Ihr habt kein, also das hier, ihr habt halt einmal so einen Fernkampf-Auto-Attack, damit könnt ihr die Gegner poken oder last hitten. Aber das ist alles. Ja, ihr habt noch euer Portal, was übrigens, wir müssen wir wichtig sagen, ist ein Skillshot. Sieht zumindest sehr nach einem Skillshot aus. Mit Delay. Das heißt, es hat eine kleine Castzeit. Dann kommt das Ding da raus. Also Skillshot. Ja, und jetzt kommen wir zur Ultimate. Die ist, Achtung, gleich geblieben. Was super geil ist. Oh, hier ist ein K-Gameplay. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Geil. Das ist gleich First Reaction, Leute. Aber gucken wir erst ihre Ultimate an. Und ihre Ultimate ist nämlich folgenderweise. Die ist gleich geblieben. Fast. Sie zaubert auf einen Verbündeten die Ultimate. Und dann wird dieses Ziel unsterblich. Aber Achtung. Da wird ein Kreis herum erscheinen. Und dann fallen heilige Blades vom Himmel. Machen Damage.
Grundsätzlich muss man sagen, sie ist Level 11 in diesem Video. Das heißt, gucken wir uns erstmal die Unsterblichkeitsdauer an. Die ist nämlich relativ lang, würde ich sagen. 1, 2, 3 sogar vielleicht so 2 bis 3 bei Level 11. Man weiß ja nicht, ob es mit dem Level skaliert, ob es mehr wird oder ob nur der Damage höher wird. Vielleicht ist auch die Dauer immer gleich. Der zweite Punkt ist, es macht ziemlich viel Damage, wenn wir das sehen. Der hier, der Boy, der hat, ne, noch so gut sagen wir 35%. 30 bis 35, der ist einfach weg. Ne, bei den anderen, wir können ja, ich kann ja einfach mal den, wir können ja, stopp, wir machen das anders. Wir machen einfach mal hier den Finger da drauf. Also das ist schon ziemlich viel, hätte ich gesagt. Das tut schon ordentlich weh. Bei dem Tank. Das schmerzt wie Sau. Jetzt müssen wir Folgendes allerdings berücksichtigen. Erstmal kann man natürlich als Gegner da rauslaufen. Man ist nicht verpflichtet. Es sind keine Verpflichtungen da, dass man sagt, hey, bleib da drin. Man kann einfach rauslaufen, ja. Vielleicht ist es auch, ich glaube, hier kriegt jeder den gleichen Damage, egal wie weit man drin oder draußen ist. Wichtig hierbei ist jetzt, Fragen, die wir nicht genau beantworten können, aber die man munkeln könnte, ist, ich glaube, dass Kayle währenddessen castet. Sie ist so in einer Art Channel. Vielleicht kann das sogar abgebrochen werden, ihr Ultimate. Könnte man drüber. Sie, wenn wir genau gucken, nämlich auf Kayle. Sie zaubert. Sie muss zaubern. Ne? Zack. Während der Ultimate-Dauer muss sie da stehen. Das heißt, sie kann währenddessen nicht angreifen. So wie damals. Und sie kann währenddessen vermutlich auch nichts anderes machen. Irgendwie laufen oder so vermutlich. Die Frage ist, kann man sie währenddessen jetzt abbrechen? Kann man sie jetzt einfach mal CC'en und dann ist das ganze Spektakel vorbei? Wäre, finde ich, ziemlich cool. Aber dann wäre die Ultimate natürlich auch sehr, sehr schwierig. Dann wäre die sehr hart, easy zu countern. Ich glaube nicht, dass du es abbrechen kannst. Wenn es einmal gecastet ist, dann ist es gecastet. Aber du könntest vielleicht in der Zeit sogar Kayle töten. Vielleicht ist es dann abgebrochen. Weil nehmen wir an, Kayle stirbt. Dann kann sie auch nicht diese Blades mehr nach oben werfen, oder? Sie schießt sie ja nach oben. Wenn sie tot ist, sind die Blades wahrscheinlich auch weg, ne? Also man kann es abbrechen, wenn man sie tötet. Außer wenn sie sich selber ultet, dann wird sie wahrscheinlich unsterblich sein und dann kann man es auch nicht abbrechen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Sieht aus, du kannst rauslaufen, du musst die Leute Javan Ultimate-mäßig vielleicht einfangen oder so. Finde die Idee auf jeden Fall nicht schlecht. Natürlich, habe ich mir das jetzt selbst schon beantwortet gerade, du kannst nicht mehr Ultimate auf dich und dann Auto-Tech, 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 wie es damals Kayle war. Das wird wohl nicht mehr der Fall sein. Gucken wir mal weiter und zwar Gameplay. Das ist First Reaction, Leute. Ich habe es nicht gesehen, kenne ich nicht. Das ist ein Level 11 Kayle, das heißt permanent ranged. Ohren-Gameplay, by the way, super tanky, kein Damage. Sehr viel Movement Speed auf jeden Fall. Ich meine, der Ohren intet ein bisschen, sind wir ganz ehrlich. Ja, jetzt ist sie sehr schnell, weil sie hinterherläuft. Also, das erste Stück. Ja, also man sieht ein bisschen was, aber nicht wirklich was. Man sieht hier, sie kann gut kiten, sie fliegt die ganze Zeit weg, macht Auto-Tags, macht Bonus-Damage, da war der Slow. Macht Auto-Tags. Fliegt weg, wird geholfen, hat wieder geslowt, hat also nicht zu viel Cooldown, so 8 Sekunden. Jetzt kommt Ohren-Ultimate, da, ach, das ist die Ultimate, by the way. Okay, das habe ich voll übersehen, Leute, volle Möhre. Hier ist die Ultimate und sie fliegt währenddessen. Sie fliegt. Aber ich glaube, sie kann trotzdem, also sie kann sich bewegen, aber ich glaube, sie kann trotzdem nicht angreifen. Da bin ich mir, denke ich, oder? Meint ihr, sie kann währenddessen angreifen? Ich glaube nicht. Nee, sie hat ihre Waffe nach oben, die kann nicht angreifen. So, jetzt greift sie wieder an. Hat sich das goldene Ziel eigentlich bewegt? Also diese Blades, das müssen wir auch nochmal gucken, ob sich die... Ob das der AOE um das Ziel, was geultet wird, befindet oder ob das einfach auf dem Boden ist. Weiß man, glaube ich. Ich glaube, der bewegt sich nicht genug. Doch, es bewegt sich, okay. Es bewegt sich, also das ist super cool. Ist wie Nico Ultimate so ein bisschen, so ähnlich. Das heißt, du kannst es jemandem geben, einem Twitch und der Flash, also Katos, Alter. Gib es Katos und der Flash in das gegnerische Team rein. Giga geil. Also das ist cool. Das ist cool. Sonst wäre es auch zu schwach gewesen, glaube ich. Wird nur sehr oft passieren, dass dein Team intet und dann rausgeht, während du es ultest. Ne, das ist cool, man hat doch einiges gesehen. Gucken wir mal weiter. Da ist Morgana, by the way, mit den Flügeln nach hinten. Sieht komisch aus. So. Warte, ja, also hier passiert einiges. Das ist Kayle-Gameplay, by the way. Also sie ist immer noch Kayle, wie sie Kayle... Es ist Kayle, wie sie Kayle ist. Man sieht auch, dass sie optisch sieht. Erinnert übel krass an irgendwie... Ne, das ist ja irgendwie... Weiß nicht, solche Engels... gleichen Mega-Metzler, die gibt es ja in einigen Spielen. In Yu-Gi-Oh! Gibt es so eine Karte, die, glaube ich, so ähnlich ist auch. Das heißt, was sehen wir hier? Das war das Q, das geht auf den Nah.
Dann haben wir hier die W. Das war die Ultimate. Hat direkt gekillt. Hier kommt die Ultimate. Sie macht in der Zeit nichts, außer da sein. Und jetzt böllert sie. Also ich muss definitiv sagen, wir können aber natürlich die Skins, interessiert mich übel krass, wie das, wie, also man wird halt nichts sehen, aber dieser Skin wird mich interessieren, weil der ist halt komplett insane. Der sieht hier, ich meine, das, was ist denn das für ein Skin, der sieht ja super crazy aus. Der sieht ja super crazy aus auf jeden Fall. Interessant wird halt dieser hier, ne? Was haben wir noch? Der sieht gleich aus, der sieht auch gleich aus, also zumindest das Bild, der sieht crazy aus. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen klein alles, aber es ist halt, ich bin halt Kleingerät, Kapadinos. Hier haben wir Morgana noch, gleich, der sieht crazy aus, by the way, der sieht wirklich crazy aus, hier, no, not bad. Dann haben wir, ja, auf sowas bin ich nicht vorbereitet, I'm sorry, Leute, I'm sorry, bitte drückt ein Auge zu. Ja, also ich muss sagen, das sieht super cool aus, ich freue mich drauf und ich muss sagen, Lob an Riot, weil... Diesmal ist Morgana. Es ist Morgana in geil. Sie ist nicht mehr ganz wie vorher, aber es ist das, was sie ist, ist da drin. Das ist bei Galio nicht so gewesen, das ist bei Akali nicht mehr so halt. Ja, doch, bei Akali ging es noch. Aber das hier, bei Irelia ist es nicht mehr so gewesen. Das hier ist Kayle, meine Freunde. Ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu droppen, was ihr denkt. Ich wünsche euch was. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und schönen Abend. Goodbye.